Ja, Jacques, Sebastian, ich bin sicher zu Hause. Es sind tausende Fans jetzt aufgestanden, die allen warten mit Begeisterung auf den Start der neuen Formel 1 Saison. Wie froh sind Sie denn jetzt, dass es losgeht, und bisher freuen Sie sich? Ja, ich freue mich aufs Rennen. Ich meine, ja, gestern war vielleicht nicht ganz so unser Tag, aber heute kann das werden. Und ich denke, das Auto ist gut im Renntrim, gut genug, um nach vorne zu schauen und nicht nach hinten. Ja, im Qualifying scheint die Konkurrenz ja wirklich aufgeholt zu haben. Wen erwarten Sie denn über die Renndistanz wirklich als so stark? Ja, ich glaube, jetzt müssen wir mal ein bisschen die Füße am Boden lassen. Es war ein Qualifying jetzt. Wie gesagt, vielleicht hat bei uns gestern nicht alles gepasst, aber so ist das manchmal. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir heute ein gutes Rennen fahren können, dass das Auto schnell ist und ja, schnell genug, um wirklich auch bis nach ganz vorne vielleicht zu kommen. Wen schätzt man stark ein? Alle, die drumherum stehen. Sonst würden wir da nicht stehen, wo wir jetzt sind. Also klar wird Mercedes stark sein, Renault wird, beziehungsweise Lotus, wird vielleicht eine Überraschung sein in die eine oder die andere Richtung. Und McLaren, glaube ich, hat man gesehen gestern, aber auch am ganzen Wochenende war gut unterwegs. Also muss man die mit am stärksten einschätzen. Wir sehen ja hier genau ins Heck von Michael Schumacher, der startet vor Ihnen. Was glauben Sie denn, wie schwer wird es sein, an dem vorbeizukommen? Der war ja letztes Jahr kein so leichter Gegner. Ach, schauen wir mal. Ich hoffe natürlich nicht, dass das ganze Rennen hinterher fahren muss oder hinter ihm stecken bleibt. Aber ja, deswegen fahren wir Rennen, um das rauszufinden. Alles, alles Gute. Danke, Sebastian. Viel Glück. Jacques, bitte. Hast du gehört? Der denkt noch an den Sieg. Das ist aber optimistisch.